Willkommen zurück zum Mass Effect 1. Wir haben gerade das wertvollste Schiff der Welt geschenkt bekommen, also beziehungsweise der Menschlichkeit, weil es ist nämlich beziehungsweise das hochentwickelste. Und zwar die Normandy. Ja, das hat uns aber Captain Anderson wirkt nicht so 100% begeistert über den ganzen Umstand. Ich bin mal gleich frei raus. Das ist nicht richtig. Die Normandy gehört Ihnen. Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Ja, das doch. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Ja, das hast du jetzt aber hier verschwiegen. Warum haben Sie es nie erwähnt? Was hätte ich denn sagen sollen? Ich war zu dumm, ein Spectre zu werden? Ich habe versagt, Commander. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später. Dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Tja, ja, denn was Nachricht? Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Irgendwelche Infos über die Reaper vielleicht? Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Na klar. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteana spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Ja, dann fangen wir doch am besten mal da an. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ja, dafür wirst du bezahlt, du Arsch. Ich kümmere mich um Saren. Sie sind für die politische Seite verantwortlich. Das war nicht gerade die Antwort, die ich erhofft hatte, Shepard. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Wahr. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Na. Das Ding ist, dass ich habe im Weltraum immer noch kein lautes Schiff bemerkt. Wenn du im Weltraum bist, der Weltraum ist... Ich müsste jetzt eigentlich Space Engineers schnell anmachen, um das mal zu zeigen, weil das ist... Oder das andere Programm, wie hieß denn das? Das Weltraum-Simulator-Dingsbums. Einfach nur, um das mal vor Augen zu führen, wie groß der Weltraum eigentlich ist. Du siehst Raumschiffe, also nicht mal die Zitadelle. Würdest du mit irgendwelchen optischen Hilfsmitteln, so ohne weiteres, wenn du nicht weißt, wo du suchen musst, würdest du im freien Weltraum nicht sehen. Vor allem nicht, wenn du wie mehrere Lichtminuten entfernt bist. Der Weltraum ist einfach riesen fucking groß. Was man aber wiederum sieht, sind Signaturen, wie zum Beispiel Hitzeabstrahlung oder je nach deinem Sci-Fi-System, was auch immer für Abstrahlung so ein Ding von sich abgibt. Von mir aus auch Licht von den Triebwerken. So, das Ding ist jetzt, Hitzeabstrahlung sind eigentlich so ziemlich das Größte, was ist, wo man irgendwelche Raumschiffe finden kann, weil Infrarotstrahlung ist halt normale Hertzsche Wellen, die kommen relativ weit. Und das Ding ist, der Weltraum ist recht kalt, beziehungsweise eigentlich einfach nur recht leer. Also der Weltraum ist weder kalt noch warm. Also man würde nicht erfrieren, wenn du nackt im Weltraum bist, hast du 30 Sekunden zu überleben, weil du erfrierst nicht. Und da die Kompression ist, wenn du da vorher die Lunge atmest, dann hast du halbwegs so, du überlebst halt kurz nochmal. Also auf jeden Fall, du stirbst nicht. Instant. Zumindest nicht. Weil der Weltraum ist an sich nichts. Aber wenn jetzt da irgendwie auf einmal plötzlich eine Wärmequelle ist, das fällt auf. Und der große Trick bei der Normandy ist jetzt, dass das Ding selber, dass das Schiff die Wärmeabstrahlung in sich selbst drin speichert und so bis zu einem gewissen Zeitraum einfach blind unsichtbar fahren kann. So ein bisschen wie ein U-Boot. Kennt ihr noch das Jagdfutter Oktober? Da hatten sie auch diesen tollen Antrieb, dieser Raupenantrieb, der wie leiser war, im Gegensatz zu den normalen Antrieben. Das ist mit der Normandy das ist irgendwie so ähnlich. Das Ding ist einfach nur leise.
Es ist, optisch ist das Ding auch super sichtbar, aber es ist halt einfach dadurch, dass der Weltraum so groß ist, deine Chance, irgendwas so zu sehen, sowieso minimal. Und du, deswegen guckst du nicht nach dem Raumschiff, sondern du guckst nach den Spuren eines Raumschiffs. Und dafür ist die Normandie super. Warte mal, ich glaube, da können wir sogar inspizieren. Warum kann ich ihn von hier aus nicht inspizieren? Ne? Inspiziere. Ah, 14 XP für den bisschen. Jawohl. Hallo, Captain. Ja, Commander? Ja. Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Tja, das ist... ja, erzähl mal von deiner Erfahrung mit Saren. Erzählen Sie mir, was sich vor 20 Jahren zwischen Ihnen und Saren abgespielt hat. Es erinnert mich an die Situation vor 20 Jahren. Damals war Botschafterin Goyle unsere Repräsentantin hier auf der Zitadelle. Und wie Odina wollte auch sie, dass ein Mensch bei den Spectres aufgenommen wird. Sie hatte mich dafür vorgesehen. Der Rat schickte Saren, um mich zu beobachten und meine Leistung zu bewerten, genauso wie er Nihilus geschickt hat, um sie im Auge zu behalten. Ja, aber... Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich bin nicht stolz auf diese Geschichte. Ich hatte die Chance, der erste menschliche Spectre zu werden und bin gescheitert. Dafür hat Saren gesorgt. Tja, und was genau? Ich glaube, ich habe ein Recht, die ganze Geschichte zu erfahren. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batterianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batterianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Tja, und das... ja. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Ja, das klingt erstmal akzeptabel und dann? Keine schlechte Idee. Ein gutes Ablenkungsmanöver. Das war nicht einfach nur ein Ablenkungsmanöver, Commander. Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Effizient. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Saren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Aber Saren hat doch die Explosion verursacht. Warum gab man ihnen die Schuld? In seinem Bericht behauptete Saren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Nett. Sarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Klingt nicht besonders fair. Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Wem glauben Sie, würde der Rat mehr Glauben schenken? Mir oder seinem besten Agenten? Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können, bevor alles außer Kontrolle geriet. Ja, mir Vergangenheit. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Von vorne sieht er ganz gut aus. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Ich kann noch ein paar Fragen. Was wissen Sie über den Artemis-Tau-Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Ja. Was wissen Sie über den Artemis-Tau-Cluster? Nicht viel. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den Proteanen... Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Pharos geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo Pharos ist. Die Stadt ist eigentlich mega interessant. Pharos ist super. Da müssen wir auf jeden Fall hinfahren.
Ich erinnere mich übrigens, in welcher Reihenfolge ich die beim letzten Mal gemacht habe, die ganzen Sachen, ist, wir machen das jetzt mal anders. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Na, ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Bestimmt. Hey, 56 XP, da vielleicht nur Fragen gestellt habe. Gut, dann können wir loslegen. Wir haben ja noch welche Aufträge, die auf der Zitadell noch wie der Fan setzt immer tragen. Wo habe ich denn die? Geben sich zur die biotische Kommune. Lass mich überlegen, war das irgendwie wertvoll? Ganz Patrouille interessiert mich nicht. Was war da? Mit Chorban sprechen. Ja, ich komme nochmal öfter zu. Ist ja nicht so, dass ich jetzt beim letzten Mal hier bin. Das ist, so eine kleine Nebenquest kann ich ja machen, wenn ich mal dran vorbeirenne. Also wie gesagt, ich möchte auch ein bisschen zurückhalten mit Nebenquesten, möchte nicht alle machen. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Das ist übrigens der Loading Screen. Ist ja nicht hübsch. Dekontamination aktiv. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Tja, so ist das Leben. Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Komisches Gefühl. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebotet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Das ist ja schön. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Auf meine Art oder eine ehrliche Ansage? Das ist nur auf meine Art. Ich mach mal das da. An alle auf der Normandy. Hier spricht der Commander. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission scheitert. Was? Keine Hilfe zu erwarten? Der Rat will die Situation ignorieren. Das ist natürlich keine Überraschung. Auch in der Vergangenheit haben sie uns nicht geholfen. Warum also sollten sie es jetzt tun? Aber wir brauchen ihre Hilfe nicht. Wir können die Sache auch selbst erledigen. Kein Versteck für Saren! Wohin auch immer Saren flieht, wir werden ihm folgen. Wo auch immer Saren nach der Röhre sucht, wir werden da sein. Wir werden ihn bis ans Ende der Galaxie jagen und zur Strecke bringen. Nur die Menschen, das ist, wir dürfen nicht versagen, keine andere Option. Ach, das da. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Motivation. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain ist egal. Ach, komm hier. Der Captain ist nicht hier. Ich habe jetzt das Kommando, Joker, und unsere Zeit wird knapp. Starten Sie diesen Vogel. Ja, Sir. Der Vogel. Hey, Abdrücke plus 2. Gerade noch gerettet. Ich dachte schon, ich komme hier ohne Abdrücke aus dem Dialog raus. Kann ich mit Joker nochmal extra labern? Commander, etwa noch eine Frage? Ja, natürlich. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Juhu. Oh Mann, mein Chat ist schon wieder Flachwitze. Er hat kein Schiff mehr, weil er ausgebootet wurde. Über Joker. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Die müssen wir eigentlich machen, die sind wichtig. Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Wenn die Crew sich anstecken könnte, haben sie nichts auf diesem Schiff zu tun. Das ist aber grob. Die Crew anstecken? Ach, verdammt. Sie haben wirklich keine Ahnung, wovon ich spreche, oder? Okay. Ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen.
Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Und der Spitzname? Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist. Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Keine Antwort? Sie weichen meiner Frage aus. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. Er lächelt gerade in diesem Moment, was? Ich muss mehr über dieses Frohlich-Syndrom wissen, wenn ich Ihnen mein Schiff anvertraue. Natürlich. Es ist eine extrem seltene Krankheit. Niemand weiß genau, wodurch sie ausgelöst wird. Vielleicht genetisch bedingt. Man kann sie behandeln, aber nicht heilen. Toll. Ich gelte als mittelschwerer bis schwerer Fall. Bei meiner Geburt hatte ich mehr als ein Dutzend Brüche. Hüften, Oberschenkel, Sprunggelenk. Schon in der Gebärmutter brachen meine Knochen. Noch vor 100 Jahren hätte ich das erste Lebensjahr nicht überlebt. Aber dank der modernen Medizinwissenschaft darf ich mich ein nützliches Mitglied der Gesellschaft nennen. Ja, und hier Flug hat so ein Flugzeug keine Beinpedale? Es besteht aber nicht die Gefahr, dass Sie sich nur durch das Fliegen des Schiffs die Knochen brechen, oder? Ich fliege nicht mit meinen Füßen, Commander. Alles kein Problem, solange ich in diesem Stuhl sitze. Ich muss nur sehr vorsichtig sein, wenn ich aufstehen und pissen muss. Ich kann meinen Job so gut wie jeder andere auf dem Schiff erledigen. Und sogar besser. Also, keine Sorge. Ja, das klingt super. Ich wollte Sie nicht vor den Kopf stoßen. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Nur zu, Commander. Ne, dann nochmal alles. Ich muss gehen. Bis dann. Plus 14 XP, einfach nur ein Blutgeheimnis. Frohlig war doch eine Hundefutter. Hoffe, er hat das nicht jahrelang gegessen. Ich hoffe auch, dass er es nicht jahrelang gegessen hat. Was gab es denn hier noch? Galaxiekarte, Zeug. Wer bist du denn? Wie sieht der jetzt hier aus? Ich weiß gar nicht, ob es auf meinem Schiff noch was Tolles gab. Mann, das ist es. Wir können uns auf jeden Fall, glaube ich, noch. Wie war denn das hier? War das hier? Genau, hier war der Fahrstuhl und den ging es runter zu der. Das ist ja noch die gute alte Normandy, die Normandy 1. Die ist ja noch ein bisschen anders als die. Als die dritte Version davon. Weil dieser Fahrstuhl ist so super, der fährt 3 Meter. Zack, Ladesequenz. Der bringt's auf jeden Fall total. Oh, Garrus steht mal unten beim Mako und nicht. Moin Garrus, grüß dich. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist, als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Bestimmt. Sie wussten es? Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie Sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertränkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Stimmt. Es hat seine Vorteile, ein Spectre zu sein. Mein Reden. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Verstehe. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Sie haben das Richtige getan. Das Leben ist zu kurz, um rumzusitzen und darauf zu warten, dass etwas geschieht. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Solange Sie Ihren Job gut machen, können Sie Ihre Angelegenheiten auf Ihre Weise regeln. Danke, Commander. NPC ist nur ein Name. Jeder weiß, was mit dem passiert. Ja, ich muss irgendwie noch dringend die roten T-Shirts bestellen. Die kommen nächste Woche und dann ist das alles so viel besser. Siehst du, Rex gibt's ja auch noch. Oder Spind? Achso, ich kann da hier raus aus dem Dreck bauen, oder? Ach ja, genau, das war das Ding. Ja, das wird nicht so wichtig sein. Ashley, ich möchte ja nicht mit niemandem mehr reden so richtig. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Mass Effect 1. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.